Ich bin so hyped wegen dem Konzert. Ja, ich freue mich auch schon so. Das wird so geil. Was denn für ein Konzert? Hey Leute, von was für einem Konzert redet ihr? Das geht dich nichts an. Hau ab. Ah, jeden Tag das Gleiche. Unbeliebtes Mädchen zu sein ist wirklich hart. Man kriegt nichts mit. Alle Leute reden, man möchte sich in eine Konversation einklinken und die Leute sagen, nein, hau ab, ich will nicht mit dir reden, geh doch weg. Nichts könnte dieses Konzert vermiesen. Ich hoffe, irgendwas vermisst ihr das Konzert. Vielleicht sollte ich selber zu dem Konzert gehen und dann kann ich mich da mit den Leuten anfreunden und dann hätte ich endlich Schulfreunde. Wäre das nicht das Beste, was passieren könnte? Hey, sind noch Tickets für das Konzert verfügbar? Nicht für dich, Loser. Okay, es war ein Versuch wert. Haha, der war gut. Oh, die Stunde fällt aus. Oh mein Gott, das ist angenehm, aber dann muss ich trotzdem irgendwie meine Mathe-Hausaufgaben machen. Ich hasse Mathe, ich verstehe überhaupt nichts. Lass mal in die Cafeteria gehen. Hey, ist es cool, wenn ich mitkomme? Ach, weißt du was? Ich frage euch gar nicht. Ich gehe auch in die Cafeteria. Ach, so eine erfrischende Cola ist schon was Besseres, als im blöden Englischunterricht zu sitzen. Okay, Hausaufgaben. Oh nein! Ist alles okay, Leute? Nein, nein, nein! Was ist? Das Konzert! Was ist damit? Es wurde abgesagt. Was? Wieso? Tatsache. Der Bürgermeister. Bürgermeister sagt lokal alle Konzerte ab und sagt, ich hasse Konzerte und ich möchte nie wieder ein Konzert in meiner schönen Stadt Brookhaven haben. Oh mein Gott. Leute, es tut mir super leid für euch. Ich weiß, ihr habt euch auf das Konzert gefreut. Oh nein, so ein Mist. Hau ab, du verstehst doch gar nichts. Okay, dann gehe ich halt nach Hause. Hallo Mama, ich bin zu Hause. Ah, hallo Ronja, wie war die Schule? So wie immer, die Leute mögen mich nicht, es ist okay. Aber ich habe einen Plan. Und zwar, zwei aus meiner Klasse wollen unbedingt auf ein Konzert gehen. Und ich denke, ich könnte mich mit ihnen anfreunden, wenn ich es irgendwie schaffen würde, dass das Konzert wieder angesagt ist und nicht. Weil der Bürgermeister hat eine Regel erlassen. Und auch, glaube ich, gerade erst heute, dass Konzerte jetzt nicht mehr sein dürfen. Und wenn ich irgendwie zum Bürgermeister werden könnte, bevor die nächste Woche um ist und dann eine neue Regelung machen könnte, dass das Konzert wieder okay ist, dann denke ich, dass sie mich mögen würden. Okay, das klingt interessant. Ja, oder? Ich denke, das ist ein perfekter Plan. Also, wenn du Bürgermeister werden willst... Ja? Dann solltest du im Rathaus anfangen, denke ich. Oh ja, klar, gute Idee. Ansonsten wüsste ich nämlich auch nicht direkt, wie man Bürgermeister wird. Denkst du, die im Rathaus lassen mich in, ich sag mal, anderthalb Wochen brauche ich, Bürgermeister zu werden? Ja, klar. Ich rufe dort mal an. Danke, Mama, du bist die Beste. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wenn das wirklich klappt, dann könnte ich nicht nur mich anfreunden mit meinen Klassenkameradinnen, die auf das Konzert wollen, sondern ich bin auch einfach cool. Ich meine, der Bürgermeister von Brookhaven. Mit meinem Alter in der 6. Klasse, das wäre schon was. Da wäre ich schon auf jeden Fall das beliebteste Mädchen. Hallo, Bürgermeister? Ja, meine Tochter will Bürgermeisterin werden. Darf sie denn mal vorbeikommen? Und was sagt er? Was sagt er? Oh, super, vielen Dank. Hat's geklappt? Darf ich vorbei? Du kannst gleich rüberkommen. Oh mein Gott, wie aufregend. Okay, hier ist es, das Rathaus. Ich schätze mal, hier werden meine Träume wahr und ich kann endlich zum Bürgermeister werden. Was ist denn hier unten? Führerschein, Wasser und Elektrizität, Zahlen. Nein, ist alles nicht richtig. Was haben wir hier? Oh mein Gott, paranormale Aktivitäten und FBI und Steuern? Ich wusste gar nicht, dass das alles in einem Gebäude ist. Verrückt. Dann scheint der Bürgermeister oben zu sein, oder? Oh ja, da scheint er zu sein. Hallo, hi. Ich hatte angerufen, beziehungsweise meine Mama hat er angerufen. Ich bin super interessiert am Job als Bürgermeister. Ah, du bist also Ronja. Ja, genau. Und wie gesagt, ich würde gerne Bürgermeister werden. Und ich wüsste nicht, wie man sonst in den Job reinkommt. Und Sie sind ja der Bürgermeister, also wissen Sie es wahrscheinlich besser als jemand anderes. Oh, und hi, Sie sind die Sekretärin? Genau. Schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Okay, also bezüglich vom Bürgermeisterjob, wie kommt man denn so rein? Meine Sekretärin wird dir alles sagen, was du wissen musst. Oh, okay, perfekt, ja klar. Oh, könnte ich Ihnen vielleicht für ein paar Tage folgen und schauen, was so Ihr Arbeitsalltag ist? Natürlich, wenn du das willst. Ja, super gerne. Ich würde unbedingt ins Training für Nachfolger als Bürgermeister aufgenommen werden. Na, dann komm mal mit mir mit. Alles klar. Dann schönen Tag noch, Herr Bürgermeister. Okay, also was muss ich machen? So, also als erstes etwas streng Geheimes. Oh, okay, ich werde es keiner Menschenseele verraten. Der Bürgermeister liebt Cupcakes. Und warum ist das so geheim? Ich meine, jeder mag Cupcakes, nein? Prinzessinnen-Cupcakes.
Oh, die von Starbucks? Oh, ist es ihm unangenehm? Genau. Okay, okay, okay. Das Geheimnis ist sicher. Dann mache ich mich mal auf den Weg und hole ihm welche, oder? Sehr gut, genau. Alles klar, dann bis gleich. So, ich hätte hier einen. Wahrscheinlich einfach direkt ins Büro, oder? Ja, genau. Super, danke. Herr Bürgermeister, ich hätte hier die geheime Lieferung für Sie. Ah, danke, Ronja. Stell sie einfach hier hin, bitte. Kein Problem. Wenn es noch irgendwas gibt, dann können Sie mich gerne rufen. Danke. Du wirst ein würdiger Nachfolger. Oh, danke schön. So aufregend. Der Bürgermeister meinte gerade, ich werde mal ein würdiger Nachfolger. Ist es nicht aufregend? Das hast du toll gemacht. Was für eine erste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Herr Bürgermeister. Das kann ich nicht erwarten. Oh, tschüss, Sekretärin. Ronja, ich hätte eine Bitte noch an dich. Ja, klar, was auch immer. Der Bürgermeister fährt nächste Woche auf Urlaub. Okay, also muss ich nicht kommen? Doch, und wir brauchen eine Vertretung. Vertretung? Für den Bürgermeister? Ich? Ja, super gerne, ich kann es kaum glauben. Alles klar, dann komme ich nächsten Montag als Bürgermeister für eine Woche. Dankeschön. Danke, du schaffst das. Ich kümmere mich hier noch um das Chaos. Oh ja, sieht anstrengend aus. Schönen Feierabend. Okay, keine Ahnung, was mit den Polizisten da war, aber oh mein Gott, ich werde Bürgermeister am Montag für eine ganze Woche. Das heißt, es ging so viel schneller, als ich gedacht habe. Und ich kann die neue Regel erlassen, dass Konzerte doch okay sind. Die anderen in der Schule werden mich lieben. Sekretärin, bitte einmal reinkommen. Ronja, du hast mich gerufen? Ja, genau. Als meine erste Amtshandlung hier als Bürgermeister von Rockhaven würde ich gerne erlassen, dass Konzerte wieder okay sind. Bist du sicher? Ganz sicher. Der Bürgermeister hat sie doch gerade erst erlassen. Ja, aber der Bürgermeister ist jetzt auch eine Woche im Urlaub. Es muss ja nicht für immer sein. Einfach nur für die Woche. Es ist ein super wichtiges Konzert. Wissen Sie was? Ich bin der Bürgermeister. Ich darf entscheiden. Naja, ich wollte auch auf ein Konzert. Ja, sehen Sie, dann komm. Machen Sie den Papierkram fertig. Ich setze Ihnen kurz eine Unterschrift drunter und dann hat sich das gegessen. Na gut, ich unterstütze dich. Super, danke. Oh, hi, Ronja. Danke, 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 danke. Du bist die Beste. Alles gut, keine große Sache. Ohne dich wäre das Konzert verloren. Ach, alles gut, habe ich doch gern gemacht. Ich wusste ja, dass ihr gerne aufs Konzert wollt. Sorry, dass wir so fies zu dir waren. Ach, alles gut, ich erinnere mich kaum. Willst du vielleicht mitkommen? Oh, auf das Konzert? Ja, super gerne. Nice. Yay, ich freue mich schon so. Alles klar, dann sehen wir uns dort. Macht's gut, Leute. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Unbeliebtes Mädchen wird zum Bürgermeister. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr die hier gerne oben beim i oder in der Endcard schauen. Das war das unbeliebte Mädchen wird zum Gedankenleser in Brookhaven. Auch super cool, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!